Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Escapist. Habe ich Ton? Ja. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich festgestellt habe, dass wir ganz schön in der Misere sind. Denn, ja. Trotz, dass ich ja im Durchschnitt immer 3 Tage hintereinander mache, bringt mir das nicht viel mehr, als dass es, ja, noch mehr Aufwand ist natürlich. So, Alufolie. Jetzt verkauft Ross aber kein Klebeband, ne? Genau. Es war so klar. Ja, was soll ich sagen? Unser ach so tolles Fliegengitter, wie ich so liebevoll bezeichne, weil es so schnell kaputt geht. Ja, geht halt schnell kaputt. Und das muss ich jetzt irgendwie mir einfallen lassen, wie ich das etwas schlauer mache. Weil, ja, ich sag mal so, die Gitter an sich sind nicht erlaubt. Die Utensilien dafür schon. Aber ich kann nicht meinen Tisch voller Kleber und Toilettenpapier stopfen. Das geht ja auch nicht. Und deswegen habe ich jetzt eine Idee. Sobald ich einmal oben bin, oder sobald ich einmal hochgehe, werde ich alles dahin legen, was ich verbotenerweise besitze. Also sprich, was daraus aus verbotenen Sachen wird. Das heißt, bevor ich hochgehe, crafte ich die quasi zusammen. Und lege die alle oben ab. Als nächstes werde ich dann danach, wenn ich das dann erledigt habe, werde ich mich darum kümmern, alles andere zu sammeln. Und ich guck mal, dass wir Besuch empfangen. Es gibt ja auch ein Achievement für Besuch empfangen, aber dafür muss ich halt erstmal auch wissen, wo ich diesen zu empfangen habe. Ich glaube, hier gibt es keinen extra Raum dafür. Kann es auch sein. Moment, hier oben geht es auch noch lang. Achso, das ist ja Krankenzimmer, ja genau. Eventuell muss ich ein anderes Gefängnis parallel spielen. Also, das allerdings im Off natürlich. Das geht nicht auf. Um halt zu Besuchern zu empfangen. Das geht hier auch nicht. Weil das wichtige Thema daran ist, ich will unbedingt das Achievement haben. Dafür müsste ich aber, wie gesagt, dementsprechend diesen Raum haben. Der ist hier aber nicht vertreten. Ich könnte das ganz kurz im Off zusammenspielen. Das ist gar kein Problem. So, ich kümmere mich gerade mal um Geschwindigkeit, einfach weil ich nichts anderes machen kann. Wie gesagt, momentan muss ich mich erstmal wirklich auf meine Fähigkeiten besinnen und die sind ja leider noch nicht sehr hoch. Wie hoch überhaupt? Moment. Oh wow, 19. Intelligenz ist weitaus höher. Dann tun wir halt mal eine Weile lang Intelligenz pushen. Gut, Geschwindigkeit muss ich auch dazu sagen, habe ich ja eine lange Zeit lang schleifen lassen. Von daher ist das schon so ganz in Ordnung. So. Mit der Klappe. Irgendjemand mit Blech? Nein. Klebstoff, Batterie, Holzstrebe, Werteuniform, Holzstrebe. Oh, wisst ihr, was ich mal rausnehme? Die Holzstrebe. Aber die von MD, weil die können wir jederzeit noch machen für
war gerade, ich brauche etwas Aufgabe, ne? Verdammt. Egal. Solange wir nicht mit den Leuten reden können, während wir einen Aufgabenstapel haben, finde ich das immer blöd. Noch habe ich Zahnpasta. Oh ne. Gut, nichts drin, was wir brauchen. Okay, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Polizisten auch nicht ganz von der KI so hoch gesteuert werden. Ah, Zahnpasta brauche ich auf jeden Fall. Und der Rest ist, naja. Okay. Die rechten zwei habe ich komplett. Ja komm, schmeiße ich mal ein paar Sachen raus. Oh, Hofgang. Ach nee. Ah, nochmal Zahnpasta, aber sonst nichts Besonderes, ne? Naja, dann kümmere ich mich um Geschwindigkeit. Weil nichts anderes mehr brauche als Geschwindigkeit. So. Nein, weil hier Stärke und Intelligenz habe ich schon relativ weit oben. Jetzt sollte Geschwindigkeit auch dementsprechend mal gepusht werden, meiner Meinung nach. Ja. Achso, und ich möchte mich übrigens für mein etwaiges Störgeräusch entschuldigen. Ich weiß, dass ich so ein leichtes Rauschen habe bei Borderlands und auch bei anderen Projekten. Ich weiß nicht, woher das kommt, auch nicht, woher das stammt, aber ich versuche das in naher Zukunft irgendwie herauszufinden, ob ich das irgendwie vermeiden lässt. Sehr schön. Gut. Ich sollte mich beeilen. Ah, Mann. Okay. Ach ja. Ich glaube, ich kümmere mich doch erstmal um die Aufgabe mit der Werteuniform. Wer hat die denn? Werteuniform ist Marschall, soll ich die geben. Okay. Ah, Gottes Willen. Und Nachtruhe. Gut, einmal kurz gespeichert.
Gut, Feuerzeuge ist ja nicht schwer zu organisieren. Braucht jemand überhaupt die Armbanduhr? Nein. Was war's? Im Moment, mit dem haben wir ja gerade gequatscht. Okay, das ist das Holz, was ich brauche, das Balsaholz. Ja, komm, ich brauche das so oder so, deswegen auf Risiko kommt raus. Toilette. In der Hoffnung, dass nichts weg ist, also nicht weg ist, prüfe ich. Es ist in der Toilette. Okay. Ich will es gleich nach oben packen. Das heißt, ich muss gleich das Gitter erstellen. Das war ja eine Aktion. Ja, ich weiß, das hat mir jetzt Ärger eingebracht mit den Wärtern. Aber immerhin habe ich es diesmal gesichert. Okay, genau überlegen, wie mache ich das. Ah ja, genau, so mache ich das. Ah, oh, mein Hirn. So. Weißt was, ich gebe erstmal die Sachen weg. Zumindest das. Dann mache ich am besten, bevor ich hochgehe, alles zu verbotenen Gegenständen und pack die da oben hin. Ah ja, genau, Freizeit, das passt da ganz gut. Was hast du über meinen Indie-Glanz? 51. Ich werde gleich mal gucken, ob alles geht. So, Wärteruniform. Gut, ich pack mal ganz kurz die Zahnpasta 100 da hier rein. Huch. Ja, alles da. Gut. Puh. So, die Zahnpasta. Der Klebstoff kommt hier oben hin. Und das hier hin. So. Moment. Das heißt, ich brauche... Sorry, excusez-moi. Nochmal Zahnpasta. Ich brauche nochmal Klopapier. Wobei, nee, Klopapier habe ich. Ich glaube, Kleber brauchte ich. Das war die einfache Aufgabe. So. Klebeband. Klebstoff, Klebeband. Ja, okay, Moment. Ich versuche auf gut Glück. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Okay, jetzt muss ich definitiv neues Gitter machen, weil dann geht es sonst kaputt. So. Aber das habe ich auch schon parat. Also somit alles to die. Okay. Da ist die Batterie, die ich brauche. Schokolade nehme ich auch mit. Da ist noch mehr Klebeband. Kann ich jetzt aber leider nicht gebrauchen. Gut, da ist der Klebstoff für den einen Typen. Und nochmal Zahnpasta. So, das muss nach oben. Das kommt dahin, das kommt dahin. Und noch eine Batterie. So.
So. Kerze ist gerade nicht erwünscht, aber okay. Da habe ich sie schon mal auf jeden Fall. Batterie wollte Mitnie, wo bist du? Okay. Er wollte eigentlich Klebstoff. Morris. Marshall wollte das nicht. Squad. Bentley, Cooper. Mitnew wollte Batterie. Und Morris. Klebstoff. So, und so sind wir schon wieder auf 81 erstmal. Ich brauche was. Büroklammer. Kannst du mir das besorgen? Ja, weil ich es auch schon im Besitz habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Okay. Muss. Nein. Ja, okay, nee. So. Nichts, was ich brauchen kann. Dann lerne ich mal weiter. Okay, und jetzt Geschwindigkeit, weil wie gesagt, Stärke haben wir weitaus genug erstmal. Geschwindigkeit muss noch ja, mindestens 10 oder 20 mehr rauf. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Immer schön weiter mit dem Quatschen. So, und jetzt ist Duschen angesagt. Ja, okay. Gut, jetzt kommt jetzt Tag 3, glaube ich, ne? Das heißt. Weiter versuchen.
irgendwas zu schaffen. Aber wie gesagt, das wird lange dauern, ja. Aber ich werde auch hier den Ausbruch packen. Und ich glaube, ich sollte demnächst, ja, immer kurz nachdem ich gespeichert habe, mich dazu entscheiden, ja, dann die Sachen erst hochzupacken, geschweige denn, ja, quasi erst nachts. Mann, bin ich froh, dass das alles da oben ist. Jetzt habe ich gar nicht an die Büroklammer gedacht, ne? Na, Scheibenkleister. Die war für Walt. So, sind wir schon bei 100. Nein. Nein. Das besorgt Talcumpuder. Ja, das ist ja kein Problem. Ist das denn ernst? Achso, ich wollte gerade sagen, ob die beide dasselbe verkaufen, war jetzt die Frage in meinem Kopf. 45, Wärteruniform bringt mir aber nur 23, also Verlustgeschäft. Ich frage mich gerade, was ist, wenn man eigentlich einen Schlüssel im Lüftungsschacht versteckt? Weil eigentlich müssen die ja lange nachsuchen. Und sie kontrollieren ja den Lüftungsschacht nicht. Oder finden sie den dann einfach? Wisst ihr, wie ich meine? Na, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist halt schon auffällig, dass ich da nicht drauf gekommen bin, früher schon. So, warte, wer wollte Wertuniform haben? Wertuniform wollte unter anderem haben Marshall sowie Bentley. Marshall, Bentley. Gut, dann. Bentley. So. Und so mache ich das zweimal und dann habe ich's. So. Ja, ist doch so. Oh, und der Vorteil ist, da ist gerade jemand niedergeschlagen worden. Das heißt, wenn ich jetzt noch einmal Tinte finde. Klar, natürlich. Wenn ich jetzt noch einmal Tinte finde, dann kann ich auch für Marshall das mit aufnehmen. Aber ich habe eine Batterie, die kann ich ja schon mal wieder mitnehmen. Batterien sind nämlich etwas seltener, müsst ihr wissen. Ja gut. So. Okay.
Schon mal wieder Zahnpasta mitnehmen. Bup, bup. Das Bleiche kann ich natürlich auch immer gut gebrauchen. Aber die Tinte ist wichtig. Und die Büroklammer muss ich mir wieder selber ersetzen. Gut, nochmal Bleiche, die Uniform und die Büroklammer. So, wer wollte Feuerzeug? Feuerzeug wollte Cooper. Bentley, MD. Haben die irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nein. Wo ist Cooper? Morris, was willst du? Nein. Was willst du? Nein. Was willst du? Nein. Cooper, Cooper. Was ist ein Cooper? Da, Cooper. Bitte sehr. Suche was. Büroklammer. Kann. Ja, natürlich. Die habe ich ja eben erst geholt. So, Schokolade, Schokolade. Nein. Bentley. Nein, Bentley. Da. So. Der hat auch nichts, was ich brauche. Okay. Und seht ihr jetzt, so langsam läuft es wieder. So langsam läuft es doch wieder. Gut. Wir müssen sowieso in die Richtung der 1000 da. Ah, okay. Die Zahnpasta nehme ich mit. Ich glaube, hier in der Mitte war ich noch nicht. Falls auch, dann ist es so. Aber dann muss ich halt durch. So. Jetzt tue ich halt erstmal noch Stuff rausräumen. So, Hofgang, da konnte ich auf den treffen, der das haben wollte. Wer wollte das nochmal? Büroklammer wollte Weird. Da ist er gerade. So, und schon sind wir bei 157. Ich versuche übrigens auch so wenig wie möglich an Ärger jetzt gerade zu haben. Wie schaut es eigentlich mit den Punkten aus? 40, 26. Okay, Stärke mache ich demnächst wieder ein Stück höher. Na komm. Danke. Habe jetzt noch eben auf den einen Pfeil gewartet. Wenn man in echten Leben immer so eine Info kriegt, ja hier, jetzt hast du einen Punkt mehr auf den Wert, das wäre manchmal praktisch. So, 40, 28, 64. Gut, Intelligenz sollte ich demnächst auch nochmal um 20 pushen. Bis ich dann halt komplett voll bin, dauert sowieso eine Weile. Aber hey! So, Headshot überlegen. Habe ich irgendwas, was ich nach oben legen möchte? Vorbereitungsweise. Ich glaube nicht, ne? Zumindest glaube ich, dass es halt nichts gibt, was ich vorbereiten muss. Außer halt Floß und so weiter und so fort. Von daher passt das alles. Was willst du, Aaron? Ich belohne dich, wenn du mir das besorgst. Rasierklinge, ja. Morris, ich belohne, brauche was. Kelle, kannst du mir das besorgen? Ja. Ich will mal ganz kurz was nachgucken, deswegen pausiere ich ganz kurz. Übrigens weiß ich, wie gesagt, wie man Besuch kriegt. Also nur so nebenbei nochmal erwähnt sei. Ja, schön, dass es halt grafisch angezeigt wird. Tools. Kelle ist kein Tool, ne? Kann man nicht selber craften. Gut.
Cutting Floss. Okay, wofür ist der Cutting Floss? I don't know. Kelle. Jetzt muss ich gerade gucken, ob Kelle unter irgendetwas fällt. Nee. Das ist für gar nichts. Kelle ist ein Eigen-Item, anscheinend. Ja, Kelle ist hier nicht vertreten. Das heißt, dass ein eigenes Item ist. Okay. Wie dem auch sei. Haben wir Wetteruniform? Wir haben Wetteruniform. Na toll, aber. Ja doch, eh. Achso, ja, wir haben natürlich alle Aufgaben voll. Dann kümmere ich mich darum erstmal. Wobei, komm, wisst ihr was? Das, was unmöglich erscheint, schmeiß ich raus. Ja, weil ich kann ja halt einen Kamm nehmen, erstmal damit herumlaufen und wenn ich die auf dich treffe, zu einer Kammwaffe machen. Wände sind hier überall. Gut. So. Wie dem auch sei. Der Tag ist heute etwas besser gelaufen, habe ich das Gefühl. Aber ich sollte mich zu früh freuen. Es dauert ja noch ein ganzes Weilchen, bis ich dann den Ausbruch final umgesetzt habe. Und vor allem muss ich auch fett Glück haben, dass es hinhaut. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke ich mich fürs Dranbleiben. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao!